Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Wolfenstein 2. Maschinenkommandanten erzählen. Sein richtiger Name ist Daniel Eckstein, aber alle kennen ihn nur als den Schlechter von Boston. Ein echter Massenmörder, ein sadistisches Dreckschwein. Finden Sie ihn und verschaffen Sie den Bewohnern von Boston Gerechtigkeit. Grace Ende. Maschinenkommandant Eckstein macht mir Angst. Seine Augen. Als würde er einem direkt in die Seele schauen. Er wird nicht ohne Grund der Schlechter von Boston genannt. Was ist in Boston passiert? Nun, die Berichte sind unter Verschluss, aber ich habe mit einigen Männern gesprochen, die während der Operation in Boston unter Eckstein gedient haben. Das waren stahlharte Veteranen, die schon alles gesehen hatten. Aber wenn man Boston erwähnt, werden sie bleich im Gesicht. So schlimm war das wohl. Meine Güte. Ja. Scheiße. Ja. Krass. Uiuiuiui, okay, da wird direkt schon der Kommandant als mega krasser Typ eingeläutet. Mal schauen, ob der Schlechter von Boston auch ein schlechter Überkommandant ist. Okay, und weiter geht's. Also wir sind unterwegs in New Orleans. Wir werden hier ein paar Leute erledigen. Die Revolution weiter vorantreiben. Und ich habe die Befürchtung, dass wir einen Superkommandanten nicht sehen werden hier in New Orleans. Weil uns wahrscheinlich ein oder zwei Enigma-Codes am Ende fehlen werden. Aber wir dürften die letzten drei in New Orleans, also drei der letzten vier in New Orleans, erledigen. Oh mein Gott. Schießt nur mit schallgedämpfter Waffe, Mann. Sonst entdecken die uns doch. Ach, da ist Verbesserungskit, glaube ich. Notiz eines unbekannten Maschinenkommandanten. Oh, wie süß. Lisa, mein Herz ist voller Zweifel. Die Stimmen der Toten aus meiner Zeit im Lager von Boston verfolgen mich im Schlaf. Ich war immer überzeugt, dass ich richtig gehandelt habe. Diese wertlosen Personen hatten es verdient. Ich wurde als der Schlechter von Boston bezeichnet und ich war stolz darauf. Nur meine Liebe zu dir war noch stärker als dieser Stolz. Aber seit du gestorben bist, ist mein Herz schwächer geworden. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat es begonnen, als Johann geboren wurde. Ich dachte schon, das Herz... Egal. Ja, vielleicht dringen giftige Gedanken ein, wenn ich in diesem geschwächten Zustand bin und Zweifel über mein Lebenswerk, die mich plagen. Ja, vielleicht solltest du Zweifel über dein Lebenswerk haben, unter anderem, dass du sagst, dass Leute das verdient haben und wertlos sind, mein Lieber. Seit ich dich verloren habe, bin ich aufgestiegen. Mir wurde Zugang zu geheimen Informationen gewährt. Ich habe Dinge erfahren, die mir das Herz brechen. Diese ruhmreichen Kriegsmaschinen, die uns zur Verfügung stehen, diese technologische Überlegenheit unseres Militärs, ist nicht auf das Genie des Kanzlers zurückzuführen, wie uns gesagt wurde. Es wurde gestohlen, abgekupfert von unserem schlimmsten Feind. Was sagt das über uns aus? Sind wir jetzt die Wertlosen? Was, wenn Terror Billy kein Helfer Satans ist, sondern von Gott geschickt wurde, um uns zu bestrafen? Wow, erstaunlich reflektiert, wenn auch auf einer Ebene, die ich nicht unbedingt unterschreiben würde. Ich glaube, ich muss einsehen, dass ich diese Arbeit nicht mehr verrichte, weil ich sie für gut und richtig halte, sondern aus Hingabe und Respekt für die Männer unter meinem Kommando. Ich bin verloren, ich wünschte, ich könnte deine Stimme hören, du warst mein Ein und Alles. Auf der Notiz befindet sich der Stempel des Maschinenkommandanten. Ja, also, das war definitiv lohnenswert, das nochmal zu lesen. Ja, das zeigt auch so ein bisschen natürlich, dass es... Was ist denn hier los? Ein Krokodil, geil. Unterste Schublade. Das ist ja unterste Schublade. Nee, das zeigt aber auf jeden Fall auch... Nicht unbedingt jeder ist, sagen wir mal, hundertprozentig von der Sache überzeugt, die er macht.
sondern es gibt halt auch einfach Leute, die machen eine Sache und okay, ich kann mir vorstellen, an irgendeinem Punkt gab es scheinbar auch Stelzen, ohne die ich nicht hätte weitermachen können. Weil scheinbar ist es so, dass man am Ende alle drei Gegenstände aufheben soll. Okay, wie kann ich die nutzen? Ach so, ich muss dagegen rennen. Ja, Moment, dann nutzen wir mal ganz kurz nochmal die Waffenmodifikation. Ja, also, erstaunlich, dass hier doch ein bisschen reflektiert wird bei der ganzen Sache. Hätte ich nicht so wirklich erwartet. Wow. Krass. Hätte ich nicht so wirklich erwartet bei der ganzen Geschichte hier. Es ist ja schon ein Spiel, welches, zumindest teilweise etwas tiefgründiger ist, aber teilweise auch natürlich sehr stumpf ist. Ich finde es aber einfach interessant, wie das dann doch im Endeffekt gestaltet wurde. Und dass auf sowas zum Beispiel auch nochmal ein bisschen Rücksicht genommen wurde. Oder Bezug genommen wurde. Ist das unser Hundi? Nice! Das Wiedersehen. So, jetzt kann kommen, wer will. Ich habe absolut kein Problem mit euch, Leute. Oh, der hat wieder volles Leben. Scheinbar hat dich jemand gepflegt, als ich weg war. Nennt mich Elon Musk. Ich muss mir auch auf jeden Fall nochmal anschauen, warum der Typ, der eigentlich durchaus ein Visionär ist und eigentlich gar nicht mal so schlechte Konzepte verfolgt, um das so ein bisschen relativ zu sagen. Ich muss mir mal anschauen, warum der Flammenwerfer verkaufen möchte. Und vor allem wäre halt wichtig, mit welcher Legitimation er das tut. Und ob sowas überhaupt erlaubt ist. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich werde mich da auf jeden Fall irgendwann mal einlesen. Sehr schön, auch von hier an die Codes gekommen. Es könnte auch sein, dass wir zwei Maschinenkommandanten nicht sehen werden. Ich werde mal schauen, wie viele Enigma-Codes wir am Ende haben. So, ganz kurz. In der Richtung geht es, glaube ich, nicht. Doch, es geht weiter. Okay, cool. Okay, hier gibt es überall Aufladestationen. Man könnte ja auch mit dem Dieselgewehr durchlaufen. Aber so ein kleines bisschen humpelt der Kleine schon, ne? Ah, wir gehen gerade den ganzen Weg zurück, den wir ursprünglich mal hier entlang gelaufen waren.
Eure Verstärkung kann nichts tun. Blaskowitsch, ich war noch nie so stolz, Teil des Widerstands zu sein. Vielleicht finden die Menschen von Boston nun endlich ihre Ruhe. Grace Ende. Ach ja, ich hätte mir ja gewünscht, dass wir nochmal einen kurzen Dialog oder so mit ihm haben. Der Brief hat ja schon durchaus Interesse an seinen Charakterzügen wecken können und ja, da hätte ich gerne gewusst, wie er mit uns interagiert, ob er das leugnet oder so oder was auch immer. Wäre auch interessant, wenn jemand dem Widerstand beitreten könnte dann. Also wenn das wirklich ein bisschen variabler dann gestaltet wäre, weil so blieb das halt relativ oberflächlich, was ja, ich sag mal, seine Zweifel angeht. Man hätte das noch vertiefen können, indem er vielleicht im schlimmsten Fall, oder aus Sicht der Gegner im schlimmsten Fall, uns beitritt. Wobei natürlich auch die Frage ist, wie hoch ist die Akzeptanz? Ich meine, die Tochter von Engel, die wurde hier auch so gut wie gar nicht akzeptiert. Zumindest von Grace, die war da schon sehr, sehr, ich sag mal, misstrauisch. Okay, wir könnten nochmal ins Zonenbezirk gehen. Ansonsten brauchen wir eigentlich, und ich weiß nicht, wo ich die vergessen habe, wir brauchen 10 Enigma-Codes. Und wir haben im Moment 2. Das ist ein Riesenproblem. Und ich wüsste sehr, sehr gerne, ob ich hier nochmal irgendwie im Nachhinein Enigma-Codes bekommen kann. Als Microtransactions. Nee, Quatsch. Sowas macht Bethesda, glaube ich, nicht. Was ich zumindest ganz cool finde oder fände, wenn sie es tatsächlich nicht machen. Sie machen ja auch relativ viele Einzelspielerspiele und das, obwohl alle sagen, Einzelspieler ist tot, Multiplayer lebt. Das finde ich ja auch ganz cool. Dieser Ansatz, dass man sagt, okay, lasst erstmal alle in eine Richtung rennen, wir gehen einfach in eine andere Richtung. Ich glaube, das kann auch durchaus clever sein, indem man einfach sagt, yo Leute, also Viktor Krögert, okay. Blaskowitsch, Maschinenkommandant Viktor Krögert hat seinen mobilen Kommandoposten in einem verlassenen Grillrestaurant eingerichtet, ein paar Blocks von ihrer Position entfernt. Er versucht die Unterwasserminen um New Orleans zu reaktivieren. Halten Sie ihn auf. Grace Ende. Oh nein, da ist wieder so ein Kampfhund. Ey Leute, ich muss... Okay, ich fange einfach direkt an. Bringt nichts, wenn ich hier später entdeckt werde und der Kampfhund mich hier einfach dann erledigen kann. Oh oh. Ich brauche Rüstung. Okay, gut. Eieieiei. Ja, also, wie gesagt, ich glaube, es kann auch durchaus clever sein zu sagen, hey, während alle quasi jetzt einen Markt bedienen wollen, bei dem es halt relativ viel Kohle zu holen gibt, mit Lootboxen und Microtransactions und allem, was dazugehört, besinnen wir uns auf unsere wahren Stärken und machen einfach weiter Singleplayer-Spiele. Und während dann, sagen wir mal,
ja, 10 Publisher jetzt rüberlaufen und das eine machen, machen wir das, was die 10 Publisher eben dann nicht mehr bedienen. Und haben dann unseren Markt sozusagen. Kann, glaube ich, ganz gut sein. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass man dann immer noch mit reichlich Singleplayer-Games versorgt wird. Evil Within 2 auch so ein Spiel, was ja, letztens rausgekommen ist, wo ich zwar zum Beispiel meine Schwierigkeiten hatte, aber ich werde auf jeden Fall nochmal schauen, ob ich da weitermachen kann. Ich fände es auf jeden Fall schön, wenn ich die Story fortsetzen kann. Es war halt an einem gewissen Punkt echt knallhart und dann kam bei mir sehr viel Technikpech dazu und dann hat sich bei mir alles Mögliche verfahren, was die verschiedenen Let's Plays angeht. Ganz kurz. Ich möchte bitte auch in der linken Hand einen Schockhammer haben. Clan Stephensons Brief. Gut, hier scrolle ich aber wirklich nochmal durch. Oh Mann, das ist ein bisschen mehr als ein Kampfhund. Oh Gott. Habe ich hier keine Munition für die Kampfpistole? Ah, Moment. Hä? Warum kann man denn hier rein? Ich habe keine Explosivwaffen. Das ist ein Riesenproblem. Und ich finde hier auch nichts. Natürlich ist es eben sofort aufgefallen. Alter! Mann, das wird lustig. Ja, frag mal euren großen Kollegen hier. Der weiß leider haargenau, wo wir sind.
Och Mann, ey. Der Typ ist einfach zu krass, ey. Ich habe nichts Explosives mehr, leider. Oh, das wird hart. Nice! Nee, wir haben es geschafft. Irgendjemand muss doch leben. Die Musik hält noch nicht an. Wow! Was erwarten die denn? Wenn so ein Riesentypi mich nicht aufhalten kann, wer denn sonst? Oh. Du auch nicht. Oh Mann, der hat mir aber sehr viel Rüstung abgenommen, ne? Cool, Handgranate. Wo liegen die denn? Oh, geil. Wo? Ach, hi. Der hält's aber ja nicht, ne? Das ist eine interessante Dynamik, die sich ergibt, wenn man die Level nochmal rückwärts abläuft. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass man vielleicht nochmal zwei, drei neue Gebiete hätte. Ich meine, klar, es ist einfach nur Bonus, aber wäre schön gewesen. Oh, hallo. Wow. Ach du liebes bisschen, was ist denn da los? Einfach mal die Leiter hochklettern. Okay, schlechte Idee. Eieieiei.
Okay, ist hier alles ruhig jetzt, oder? Huh, gut, wenn ja. Alles klar, nochmal quicksaven. Nice, Kampfpistolenmunition, die bringt uns definitiv weiter. Ein paar Helme auch noch aufziehen. Wie geil das aussehen muss, wenn man einfach so ein paar Helme aufzieht. Okay, es gibt noch ein Beil. Vielleicht noch ein Verbesserungskit, was seit letztem Mal hinzugekommen ist. Nee. Alter, geil. Ja, also gut, dass wir am Ende alle drei Fähigkeiten bekommen haben. Das finde ich super. Wäre sonst nicht mal... Aber doch, es wäre schon im Ansatz so lustig, aber es wäre nicht so lustig, wie es jetzt ist. Hallo? Ich könnte auch drüber laufen, aber... Wahrscheinlich geht es mit dem Dingens nicht, ne? Mit der schweren Waffe, die wir haben. Nice, ich lade meinen Flammenwerfer auch immer mitten in der Stadt auf. Ach stimmt, unser Lasergewehr können wir hier auch noch aufladen. Das hat uns ja vorhin einiges gebracht. Ich wusste nicht, dass es so stark ist. Aber das könnte natürlich sein, wenn man sich mal anschaut, wie wenig Munition man verhältnismäßig dafür hat und wie viel man pro Schuss zum Beispiel verbraucht. Okay, das hat sich definitiv nochmal gelohnt. Nice, Starkarte, Matty Land. Okay, jetzt sind wir da, wo wir gerade eben waren. Kann ich das Dieselgewehr irgendwie noch aufheben oder ist es jetzt weggeglitscht? Nein, das ist nicht weggeglitscht. Geil. Okay, dann speichere ich nochmal ganz kurz. Oh je. Oh nein, meine Waffe. Okay, geil, das hat funktioniert. Ich finde es halt geil, dass man für so Skill-Dinger auch scheinbar irgendwelche Boni freischaltet. Ich habe mich zwar nicht damit beschäftigt, aber anscheinend ist es halt so. Ist mir schon vor ein paar Folgen aufgefallen, aber ich habe mir nicht angeschaut, was man jetzt speziell wofür machen muss, aber dass es geht, finde ich super, weil die Mauer von New Orleans fertiggestellt. Ah, bald werden wir lesen können, dass die Mauer zu Mexiko fertiggestellt wurde. Ich sag mal so, eigentlich... Untersystem 044 ist endlich einsatzbereit. Gut. Arbeiten Sie weiter, Clemens. Wir müssen... Alles klar. Okay. Zurückkehren. Lassen Sie uns... Ich habe keinen Bock, den Hund nochmal weiter zu bekämpfen, der da war. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, Leute. Mal schauen, was jetzt noch passiert. Ob wir vielleicht noch einen Enigma-Code dazu bekommen oder so. Ein paar Stück.
Einer würde uns relativ wenig bringen, aber ein paar wären auf jeden Fall hilfreich. Ansonsten würde dieses Let's Play an dieser Stelle enden. Es sei denn, wir bekämen noch Zugang zu den DLCs. Wobei ich auch da überlegen müsste, ob ich die jetzt sofort anpacken würde oder ob ich erstmal, weil ich auch sehr heiß drauf bin, Alter, Call of Duty World War 2 erstmal anpacken würde. Weil ich das halt auch sehr cool finde. Oder zumindest, ich sag mal, die Prämisse sehr cool finde. Ich find's cool, dass es so ein etwas klassischeres COD wieder ist. Ja, und wir sehen, wir haben leider nicht genügend Enigma-Codes. Es fügt sich auch nichts, wo wir noch weitere bekommen, oder? Verdammter Terror, Billy! Ja, danke. Sind Sie bereit, Blaskovic? Geben Sie Ihre Codes in die Enigma-Maschine ein und legen Sie los. Ja, vielleicht ist es dir noch nicht aufgefallen, Grace, aber wir haben nicht mehr genug. Ich hatte eigentlich auf was gehofft, was Schön, sie sagt, da was hinsichtlich... So, ja, wir haben noch 7 Enigma-Codes hier. Hallo, Blaskovic? Als wir aus Manhattan geflohen sind, habe ich eine Kiste voller Magnetbänder mit wichtigen Daten vergessen. Ich bin so dumm. Standorte anderer Widerstandszellen, Namenslisten, solche Sachen. Alles verschlüsselt, aber den Funkgesprächen aus dem Bunker nach zu urteilen, stehen Sie kurz davor, den Code zu knacken. Wenn Sie Ihre Magnetbandgeräte irgendwie sabotieren könnten, würden die Daten gelöscht. Einzelheiten finden Sie auf der Kriegskarte. Aha. Moment. Manhattan, hat sie gesagt. New Orleans vielleicht? Also, ich finde hier keine Einzelheiten. Ha. Huh. Oder muss ich hier für die Sidequest weitergehen? Also wenn sie New Orleans gesagt hat, dann könnte es natürlich sehr gut sein, dass es, ganz kurz. Okay, Manhattan. Atombunker. Ja, okay. Also ich sag's mal so, ich werde aber jetzt nicht speziell nur für diese kleine Sidequest nochmal nach Manhattan gehen. Wir waren schon da, wir waren auch im Atombunkerbezirk. Wir haben uns alles nochmal angeschaut, wir haben die, ja, zumindest die, die wir holen konnten, die Maschinenkommandanten, die haben wir uns auch geholt. Jetzt gönnen wir Terror Billy auf jeden Fall mal eine Pause. Und vielleicht geht's dann mit dem DLC bald weiter. Mit der Spieluhr würde ich aber sagen, herzlichen Dank euch allen fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht, diese Let's Play-Reihe. Wir werden vielleicht nochmal mit dem DLC zurückkehren. Mal gucken, vielleicht frage ich da was an. Kann ich Sie um einen Gefallen bitten? Okay, will noch jemand sprechen? Ja gut, dann rede noch. Habe ich Ihnen schon von meinem Cousin Dimitri erzählt? Er hat mir auf dem Spielplatz immer geholfen. Er hat dann immer gesagt, hau ab, ich kack dir in den Mund. Er ist halber Russe. En tout cas, jetzt ist er unser verdeckter Agent beim Generalstab. Er hat die Nachricht geschickt, dass der Generalstab auf die Venus verlegt wurde. Aber jetzt haben wir den Kontakt zu ihm verloren und müssen davon ausgehen, dass seine Deckung aufgeflogen ist und das Regime ihn gerade foltert. Ich habe Ihre fliegende Untertasse gesehen. Fliegen Sie nochmal zur Venus und retten Dimitri? Sie können die Mission auf der Kriegskarte einsehen. Okay, ich schaue noch einmal kurz. Vielleicht gibt's ja noch eine Folge, wer weiß. Blaskovic, ich muss Sie was fragen. Schön, Sie zu sehen, Mister. Wir sollten die Arschlöcher in den Orkus bomben. Ich habe beunruhigende Informationen erhalten. Also, das Regime hat eine Zugladung mit antiken sumerischen Tontafeln für Area 52 zusammengestellt, bevor Sie alles in die Luft gesprengt haben. Ich habe Seth gefragt, warum die sich dafür interessieren, und er meinte, die Sumerer hätten die frühe Datjeshut-Symbolik beeinflusst. Das Regime wollte mit den Tafeln die Datjeshut-Artefakte dechiffrieren, die sie erforscht haben. Da sie den Datjeshut-Unterschlupf gesprengt haben, ist Seth wegen des Sumerer-Kacks nicht mehr besorgt. Aber ich sehe das anders. Ich glaube, wir sollten alles in unserer Macht Stehende tun, um dem Feind keine Informationen zu überlassen. Also,
würden Sie diese sumerischen Tafeln im Ocean Gleisnetzwerk zerstören, bevor das Regime Sie zu einer anderen Forschungseinrichtung bringt? Hinweise dazu finden Sie auf der Kriegskarte. Okay, ich hoffe, jetzt habe ich wirklich ein paar Hinweise auf der Kriegskarte. Ganz kurz, also was sie schildert, müsste, glaube ich, in Roswell sein. Auf der Venus. Man sieht halt leider nichts. Man sieht halt leider nichts, was an Befehlen hier durchkommen könnte. Ist das nicht die Kriegskarte? Moment mal. Ach, Moment. Ja, okay. Moment. Ich verstehe das irgendwie nicht. Ganz kurz, ich gehe wieder raus. Ich folge der... dieser Nebenquest zum Beispiel. Aber es geht nicht hier... es geht hier nicht weiter. Okay, keine Ahnung. Ich... ja, weiß nicht. Naja, ich würde einfach sagen, Leute, wir lassen es mal an der Stelle gut sein und, weiß nicht, ich finde... Captain, ich brauche Ihre Hilfe. Noch jemand? Danke, Captain Blazkowicz. Bleiben Sie auf der Plattform. Wie wär's mit einer Runde an der Schiedsanlage? Okay. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich brauche kurz Ihre Hilfe. Ja, bleiben Sie mal da. Ich soll für Grace die Ladebucht beim Moonpool aufräumen. Seit dem Ausmerzerangriff herrscht da das reinste Chaos. Aber alle Eingänge sind durch Trümmer blockiert, also komme ich da nicht mal rein. Kommen Sie mit und räumen Sie die Eingänge frei. Ich will Grace nicht enttäuschen. Der ganze Tag läuft scheiße. Sie haben doch durch Ihre Donnerfäuste mehr Wumms. Also können Sie doch bestimmt einen Weg durch diese Trümmer finden. Okay. Na gut, dann schauen wir noch mal kurz. Noch ein paar Dinge zum Abhaken. Wie die uns anfeuert. Okay, ich muss sagen, die Aufgabe gefällt mir eigentlich. Nice, sogar Kampfpistolenmunition gefunden. Sehr gut, Captain Blazkowicz. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich hier Ordnung reinbringe. Danke für Ihre Hilfe, Captain. Ob Grace mich hier wohl eine Sauna bauen lässt? Es wäre cool, wenn sie Enigma kurz dabei hätte. Gut, aber ansonsten, Leute, würde ich jetzt wirklich sagen, ich habe es schon mehrmals versucht, jetzt moderiere ich halt wirklich ab. Danke euch allen fürs Einschalten. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gut Laune gemacht. Lasst gern einen Daumen nach oben da, auch für dieses letzte Video. Ansonsten vielen, vielen Dank für alle, die kommentiert haben, die am Start waren, die Däumchen nach oben da gelassen haben, Inhalte geteilt haben oder was auch immer. Und ja, wir sehen uns dann demnächst wieder wahrscheinlich. Okay, gut, ich dachte, sie spricht schon wieder was Neues an und eine neue Aufgabe. Okay, gut, bis demnächst.
bei einem wahrscheinlich anderen Let's Play oder mal gucken, vielleicht nochmal irgendwann bei den DLCs. Haut rein!